Es gibt ja noch eine Sendung, die läuft momentan im Fernsehen, im ASI-TV, um genau zu sein. Die wurde auch mal für den Grimme-Preis nominiert. Ich weiß gar nicht, ob die gewonnen haben, oder? Dschungelcamp? Bestimmt. Keine Ahnung. Und wir dachten uns, was passt da besser, wenn wir euch schon mal da haben. Ihr habt zwar mit dem Thema gar nichts zu tun auch. Du hast gar keinen Fernseher, sagst du, nur ich zum Blu-Rays gucken. Und du auch nicht. Nee, ja. Also ich habe einen Fernseher, aber keinen Fernseher. Genau. Keinen Anschluss. Ja. Also ich muss sagen, manchmal, ich komme oft sehr spät nach Hause. Und dann läuft so um 12:30 irgendwie nochmal so eine Dschungelwiederholung oder so. Oh Gott, jetzt müssen wir nicht so eine Ekel-Aufgabe machen oder so, oder? Durchzug, sag ich mal, ist das schon mal ganz cool. Frag doch nicht so viel. Okay. Das ist ja nur ein Angebot, das ich euch hier machen will. Fred? Ah ja. Oha, was kommt jetzt? Nämlich ein paar Delikatessen da. Ja, vielen Dank, lieber Fred. Und zwar haben wir, es ist aber super harmlos. Ich weiß nicht, ob ihr mal Dschungelcamp geguckt habt. Es ist jetzt nichts Schlimmes, ja. Okay. Und ich frage einfach nur, ob ihr probieren wollt. Wir haben halt hier Wüstenheuschrecken. Das riecht auch ein bisschen, ne? Und Saraphoras heißen die, glaube ich. Die große Mahnen. Möchtest du mal probieren, Marc? Das reizt mich jetzt nicht so sehr. Warte mal, aber so, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben ja einen Doktor hier. Dr. Megatod, ja? Ich würde sagen, holen wir ihn einmal rein. Hier ist Dr. Megatod! Stark. Grüß dich. Ja, auch so. Hi. Megatod. Ihr habt schon angerichtet, super. Ja, es sieht lecker aus. Ihr müsst euch keine Sorge machen. Es ist super gesund. Ja, ich kann euch gerne ein paar Tipps geben zum Konsum. Ja? Vermutest du das oder weißt du das? Ich bin Profi, you know me. Hey, hey, König Stein. Ich glaube, es ist ziemlich unbedenklich. Völlig. Ja. Yes, yes. Würdet ihr probieren? So einmal für einen guten Geschmack. Ich habe es ja schon mal, um euch ein bisschen die Angst zu nehmen. Wir haben sogar einen Clip, ich habe das nämlich schon mal gemacht. Und damals einen Lebenden sogar, von den gleichen. Und der Cory, das ist ein Produzent von uns auch, aus dem Bossaf-Team, ja, der hat schon mal Heuschrecke gegessen. Wir haben den Clip da, ganz kurz. Also oft genug gesehen bei meinem alten Vorbild Bear Grylls. Immer Brot mit Milch machen. Er steht in der Wildnis, um ums Überleben kämpft. Sehr proteinreich, also für alle, die trainieren, nachmachen, Freunde. Ich habe schon immer gesagt, von Königstein ist der Wurm drin. Wird klar, aber ne? Total. Brot. Delikatesse. Ja. Noch ein paar hinterher? Hau, hau. Ja. Wir sind groß. Komm, Cory, runter damit. Dann schon sind die Handschuhe, ne? Sieht gut an. Solltest du denn die Karte mit aufnehmen? Seht ihr aber, ist überhaupt nicht schlimm. Der Cory meinte eben noch zu mir heute, er konnte sich gar nicht mehr an die Szene erinnern. Also wie sieht's aus? Mal probieren. So, übrigens schöne Grüße an Tanzverbot. Ja, ihr Tanzarmi sieht man schon im Chat. Kennt ihr Tanzverbot? Ja, ja? Ist der echte Tanzverbot? Ja, das ist klar. Tanzverbot ist natürlich ein Riesenfan der Steinzeit. Ja. Denn er guckt tatsächlich ab und zu. Wäre geil, wenn der eine Ansage gegen Wishlist macht. Ne? Das wäre schon, schon geil. Habt ihr nicht die Ansage gegen Zirkus Halligalli gesehen? Man bittet nicht um Ansagen. Ja? Ach so, okay. Was passiert? Denkt ihr, das ist ein Spaß oder was? Denkt ihr, das ist für den fucking Scherz? Ja, nee, weiß ich leider nicht. Ey. Der produziert auch in 4K. Ne? Der ist schon so eine Art Echt, Vorbild ja? für uns, muss man sagen. Das haben wir gehört. Ja. Ganz verbot hier technisch versiert. Ja, ja. Ja, wie sieht's aus? Eher keinen Bock? Nee, ich will mal riechen, ey. Ich muss mal riechen. Aber riechen? Hier, die ja. stinken ein bisschen. Darf ich aufstehen? Ja. Aufstehen kannst du jederzeit. Fühl dich ganz okay, Leute, hier. Ich gebe euch vielleicht ein paar Tipps dazu. Ihr müsst unbedingt nicht die Luft anhalten, aber den Schließmuskel anspannen. Dann schmeckt ihr das. Ja, besser auch. Dann schmeckt es besser, ja. Man kann also den Geschmack variieren, ja. so je nachdem. Wenn du die Füße hochnimmst, ja. dann schmeckt es nach Pizza. Ich habe auch keinen Bock. Irgendjemand muss die Scheiße jetzt aber essen. Also ich habe noch nicht. Ich würde gerne was essen. Ich habe heute noch nichts bekommen. Ich kriege ja hier nichts. Also ich würde es natürlich auch machen, klar. Wir haben auch noch Nachtisch, ja. Also es ist nicht alles. Wir haben noch einen dritten Gang. Und ich würde sagen, aber würdet ihr hier eine schnelle Runde Pop-Up Pirate, während wir euch ein paar Chat-Fragen stellen. Und bei wem es poppt, der muss essen. Marc, bist du dabei? So für den Nervenkitzel. Oh Gott. Also Marcel, das ist sehr offen, sehe ich. Ja, ich bin dabei. Ja? Ja, gut, ja, dann sind wir dabei. Aber nur, wenn ich verliere. Ja, du kannst natürlich jederzeit auch so einen essen. Ich glaube, ich mach's einfach mal. Okay, ist das ich machen? Dazu, ja, komm hier in die Mitte. Ja. Schneller umschalten, ich will nicht zu viel darüber nachdenken. Jo. Jo. Boah, richtig, Lustig. Alexander, so geht's. Ich habe die heute extra nochmal nachfrittiert. Ja. Beschreib mal den Geschmack so ein bisschen. Damals haben wir die in Knoblauch eingelegt. Ey, so ein bisschen wie Knickknacks. Echt jetzt.
Die finde ich nur gesünder. Das kann ich nicht essen. Hä? Nee, passt schon. Magst du nicht? Ist aber natürlich gesünder als Knickknacks. Und hier haben wir reine Proteine. Ja. Wie viele Proteine sind denn da noch drin, wenn man das frittiert? Genug. Ja, okay. Natürlich ein bisschen fettig dann. Ja, die Proteine bleiben ja soweit erhalten, glaube ja? ich. Ne? Okay. Ja, okay. Da hat wohl ein so ein Ding aufs Körpergewicht jetzt berechnet natürlich wohl irgendwie, keine Ahnung, wie vielfaches an Protein gegenüber einem Rindersteak zum Beispiel. Ne? Also, oh, jetzt habe ich natürlich den... Den lege ich mal weg, den habe ich schon angefasst. Der ist das wäre das eklig. Das Schlimmste daran. Ja. Das wäre echt fies. Wer möchte denn anfangen? Wie funktioniert das? Ich kenne das Ihr seid die Gäste, möchtest du anfangen? Ich kenne das Prinzip auch. Guck mal, du mal kurz steckst erklären. Einfach irgendwo rein und bei irgendeinem poppt der auf und der muss die Scheiße dann essen. Ja gut. Der muss die Scheiße essen. Oha, oh, ist das spannend. Oh, weia. Muss ich das reinstecken? Ganz rein, ganz rein. Oh, oh, oh. Ich dachte, jetzt guck mal, der ist gar nicht richtig reingesteckt. Ach so, ja. Das war das Profil. Sorry. Jetzt aber. Ja, jetzt warte, warte. Was denn? Deine auch noch nicht, oder was? Ich habe ja schon einen gegessen eigentlich, aber gut. Guck mal, dann boah, so eine Handvoll, oder? Wenn, sollen wir eine Handvoll machen? Nee. Boah, nee. Nee, ich raus. Mach fünf, sonst fünf? Hat ja auch Kalorien, mein Freund. Zehn und die Jungs fünf, weil sie Gäste sind. Zwei. Marc zwei. Also ich würde mal einmal reinbeißen, so. Marc zwei und Marcel fünf. Genau. Wenn er so offen ist. Nee, du brauchst auch den, das muss doch auch nach was schmecken. Hat dir das deine Oma nie gesagt früher? dass ich so hier so Viecher essen soll? Nee. Weiß nicht, aber dass Proteine wichtig gemacht. Sind bestimmt. Ne? Da habt ihr euch auch gedacht, nee, jetzt kommen wir hier hin, toll. Ja. Und dann sowas. Ich hab's heute sogar schon gepostet auf Insta und so. Habt ihr nicht, ne? Instagram? Also nicht doch, wir haben... Nicht ne? Ah! Super. Mark. Oh, das tut mir natürlich leid, Marc. Ja, Applaus. Ja, genau. Die Scheiße. Ist natürlich immer am schönsten bei dem, der überhaupt keinen Bock hat. Ja. Denk an deinen Schließmuskel. Nee, nimm einen. Okay. Weil du Gast bist. Und? Mhm. Stellt man sich schlimmer vor, ne? Tatsächlich. Ein bisschen chipsmäßig. Ne? Finde ich auch. Ey, und ohne Scheiße, in manchen Ländern fressen die wie Chips, ne? So in Thailand ist das so ein ganz normaler Snack. Ne? Aber schmeckt schon auch so ein bisschen nach Krebs-Aids irgendwie, muss ich sagen. Dem gesunden alten Krebs-Aids. Aber du wolltest auch probieren, aber ne? Also zumindest mal so eine Made. Und Marcel, da bist du auch dabei, sagst du, ne? Boah, so eine Heuschrecke ist auch hart. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie so lecker riechen. Das riecht doch wirklich würzig. Fast wie so Erdnussflips auf einer Party, wo alle schon... Boah, die fühlen sich schon richtig ich fünf an. Ja, komm, fünf. Ich komme runter. Ja, lecker ist was anderes. Also es erinnert wirklich an so einen Party-Snack oder so. Echt? Und die sind sehr fettig. Du hast sie wirklich frittiert, ne? Ja, natürlich. Ich habe die nochmal nachfrittiert. Ja. Okay. Damit die auch dann knusprig sind. Also so weich und labbrig hätte ich jetzt keinen Bock. Und dann mit den Jungs. Ja, oder? Ja, ihr entschuldigt mich. Ich möchte was essen gehen. Braucht ihr noch? Ich nehme mit. Die Schale ruhig mit. Danke. Oh, warte, bleib mal sitzen. Gang 2. Ja, der wird ein bisschen, also optisch zumindest, ein bisschen ekliger. Seid ihr bereit für Gang 2? Willst du mitmachen, Marc? Ja, unbedingt nicht. Dafür aber, sollen wir Marc rausnehmen? Was ist ein Gang 2? Ja, das würde ich auch vorher gerne. Liegt außen rum. Ach so, nee, da bin ich raus, glaube ich. Die sind dann etwas kräftiger. Das ist eine Delikatesse in Thailand zum Beispiel. Ne? Ich finde aber, die Würmer gehen echt klar. Doch, das kannst du essen. Das ist völlig nicht. Okay. Ich habe gerade mal reingebissen. Ohne Beine und ohne Flügel. Ne? Also nicht das ganze Ding. Aber die Beine... Ich beiß so ein Stück von dem Schwanz ab. Also das ist doch alles verdaulich, verdaubar. Ja, also da wird doch die Magensäure. So. Also man sagt, fertig. Die isst man nicht mit. Ne? Die musst du vorher abnehmen. Ja, komm, wenn ihr schon dabei seid, dann... Ich versuche hier nicht so viel Fleisch zu essen eigentlich. Ne? Also Tiere allgemein. Ja, dann wird dich der Nachtisch freuen. Der hat nämlich mit Fleisch nichts zu tun. Ne? Besser oder schlechter als die Made? Schlechter? Ja, hast schlechter. Du was zu trinken? Schmeckt ähnlich, aber nee. Brauch nochmal sowas. Guck mal hier. Noch ein Bierchen, sagst du? Gern. Ich habe sogar das Feuer da drauf gelegt. Ah ja. Voll gut. Vielen Dank. Hast du den Kopf mitgegessen? Also ich will es eigentlich, denn das ist doch, guck dir das an, das ist doch so zart. Also warum, guck mal, da bleibt doch nichts übrig, wenn du den Schwanz abreißt. Dann lass uns jetzt jeder einen ganz essen. Ich habe die Beine ab, nur sind auch schon weg jetzt. Zählt. Komm, hau rein. Go. Oh. Hey. Oh, die sind schmieriger. Mir ist das ein bisschen peinlich, aber ich finde das richtig lecker. Liegt das an dem Frittier? Ich fand nicht okay. Ich fand jetzt ein bisschen irgendwie, der war jetzt so, der war jetzt so außen knusprig und innen so ein bisschen... Innen zart. Ja, innen zart, geleeartig.
Gelee, geht aber klar. Ja. Also geschmacklich geht's voll klar. Also ich habe schon schlimmere Sachen aus Fisch gegessen. Ne? Aus Fisch? Ja, also Sprotten zum Beispiel sind ja so kleine Fische. Die isst du halt auch mit Kopf und allem. Und das hier ist besser. So, wir haben ja noch einen Nachtisch. Sollen wir mal einen Nachtisch holen? Der ist vegetarisch, der ist total harmlos. Ich denke, der macht jeder mit. So. Also das ist etwas, das interessiert mich schon lange, weil das in jeder Staffel Dschungelcamp vorkommt einfach. So. Und zwar haben wir hier, das nennt sich ähnlich wie du, mit echtem Namen, es nennt sich nämlich Durian, heißt die Frucht, ja, du riechst schon vielleicht, ja, im Dschungelcamp wird sie immer genannt Kotzfrucht oder Käsefrucht oder Stinkfrucht, ja, soll aber schmecken nach Vanille-Mandelcreme oder so, ne? Pudding. Würdest du einen Löffel nehmen? Riech mal dran. Lass mich mal dann riechen. Der Geruch täuscht wohl. Boah. Geruch ist wohl die Hölle, Geschmack wohl der Himmel, heißt es. Frage ich mich, warum die das im Dschungel nehmen. Komm hier, ich reich mal durch. Danke. Wir haben extra mit der Portion gespart. Ja. Boah. Es stinkt echt abartig, ne? Wobei... Ich will lieber noch eine Heuschrecke essen, glaube ich. Ey, jedes Mal anders, ne? Zwischendurch stinkst du, dann riechst du dran, dann riechst du ein bisschen wie Ananas. Möchtest du noch mal eine Heuschrecke ein bisschen vorher? Boah, stimmt, das ist auf einmal was verschimmeltes Gyros oder so. Das ist ganz schwer zu fassen. Mal aber vor, ist das Ananas, dann riecht es auf einmal so leicht Ananas-esk. Ja. Ne? Ja. Ich hab grad Lack. Stell dir einfach vor, es ist Rührei mit Ananas-Geschmack. Ja, so Lack oder so Lösungsmittel irgendwie das. Aber dann auch wieder ein bisschen Ananas, ja. Lösungsmittel. Die Ananas, die kommt schon durch, finde ich auch. Sagen wir mal, also, da hat mich echt, da interessiert mich einfach, wie das schmeckt, weil da immer alle so, alle immer so tun, als wäre das mega eklig. Ja, wir testen das einfach. Das heißt, ähnlich wie ich, es kann nur scheiße riechen. Zum Beispiel, schmeckt auch noch etwas, das wollten wir auch besorgen, haben wir leider nicht bekommen. Natto nennt sich das, fermentierte Bohnen. Also einen Tag eingelegte Bohnen. Haben die da auch in der Prüfung, hat der Mimi neulich getestet. Kennt ihr den? Das ist so ein YouTuber auch. Mhm. Ja? Mhm. Ja? Cool. Yeah. Ja. Und der meinte, es schmeckt halt original einfach nach gar nichts und ist wohl überhaupt nicht schlimm. Ne? Und der meinte dann noch, fickt euch Dschungelcamp. Ob wir das hiernach auch sagen können, lassen wir uns, seid ihr dabei? Warum essen wir das eigentlich, wollte ich mal kurz fragen. Ja, mich hat es schon lange mal interessiert und ich dachte mir, dann kann ich euch ja auch da reintreiben. Ja, okay. Geteiltes Leid ist halbes Leid, sorry für die Einladung, Jungs. Ja. Oh Gott. Komm, Dr. Okay. Megatod, hau weg. Mhm. Und? Boah, schmeckt ein bisschen deftig. Also es riecht schlimmer als es schmeckt, das stimmt schon, aber es schmeckt halt immer noch lange nicht gut. So. Wobei so ein bisschen Mandel ist, glaube ich, schon drin, oder? Boah, ja, da ist eine Menge drin. Dr. Megatod verdient seinen Namen auch zu Recht. Danke. Das kannst du meinen auch noch her. Ja, ich wollte, Alex imponieren. Möchtest du noch einen Löffel? Ich kann ihn vielleicht auch mit dem Rest ich kaue noch. Das stimmt doch gut für die Haut. Vielleicht hättest du das als Sonnencreme benutzen können oder so. Fred, mal einen Löffel. Mal so einen Löffel Durian. Ja, ne? Lass nochmal einen Schluck Bier, Marcel, meine Flasche. Nimm dir ruhig ein eigenes, ne? Ja, da ist noch Bier, ne? Nimm das auch. Nee, das passt jetzt schon. Also die Konsistenz ist super, Fred. Du kannst es richtig genießen. Ne? Ja. Ja, das war eklig. Auf jeden Fall. Oh, das war so eklig. Mensch, ich habe das Gefühl, ich muss duschen. Am besten mit der Check Plus Power Dusche. Hey, damit duscht es sich besonders gut. Oder auch für die etwas zarter beseiteten Dr. Megatod aus der Female Plus Linie. Hey. Jassi, kannst du gebrauchen? Kannst du fangen? Stimmt. Muss mal umschalten. Ah ja, komm, warte, Achtung. Boah, nicht schlecht. Sehr gut. Für eine Frau nicht schlecht. Nächste Woche bei uns Susie Grime. Übrigens, viel Spaß.